Arsch. Warum? Und warum komme ich hier nicht weiter? Oh, fuck. Aber wo ist denn Nordwest? Das ist da. Wie soll ich da hinkommen? Arzttasche, ne? Aber ich bin ja auch verkrüppelt und so. Oder? Ja. Das reicht ja nicht. Ja, super. Da komme ich doch nicht rein. Habe ich es geschafft? Halt! Keine Bewegung! Wie zum Teufel haben Sie diese Bombardierung überlebt? Aber ich hatte Sie die ganze Zeit über im Blick. Niemand ist so schnell. Richtig. Keine Bewegung, sonst geht hier jemand qualvoll drauf. Dann bleiben Sie einfach, wo Sie sind. Raquel wird jeden Moment hier sein. Ich übernehme das. Ich bin Raquel, Master at Arms für das Gebiet um Nellis. Mutter Pearl, unsere Älteste, möchte mit Ihnen sprechen. Ich bin verantwortlich für die Sicherheit des Gebiets um Nellis. Von der Koordination der Verteidigung bis zur Ausbildung und Fitness der Bevölkerung. Mhm. Bleiben Sie in meiner Nähe und benehmen Sie sich. Willkommen, mein Kind. Es hat lange gedauert, bis Sie hierher kamen, oder? Seit 5 Jahren warte ich schon, dass ein Außenseiter auf einen Besuch vorbeikommt. Prophezeiung? Sehen wir wirklich wie ein Haufen religiöser Idioten aus? Yep. Ich hoffte einfach, dass es ein wilder, ein Außenseiter, bis an unser Tor schaffen würde, bevor diese Armeen da draußen anklopfen. Das stimmt, Kind. Mutter Pearl weiß, dass sich ein Sturm zusammenbraut. Die Zeiten ändern sich. Dann sollten wir uns vielleicht auch etwas ändern. Das ist ja lieb. Auch in vielerlei Art. Beginnen wir mit kleinen Dingen, damit wir erfahren, wie es ist, einen wilden... Ja, wilder. ...einen Außenseiter... Ich muss mich ganz kurz beim Ohr kratzen. Wenn das gut funktioniert, könnten Sie vielleicht auch in größeren Dingen helfen. So. Wir werden sehen. Sie müssen bedenken, dass dies unser erster Kontakt mit der Außenwelt ist, seitdem ich noch ein Mädchen war. Die Abgeschiedenheit sorgte für unsere Sicherheit, aber die Welt um uns ändert sich. Neonlichter in der Ferne, patrouillierende Roboter, Soldaten. Die Jüngeren glauben, dass unsere Geschütze die Welt fernhalten können. Aber ich sage, wir müssen sie etwas heranlassen, um nicht ihre Opfer zu werden. Sie sind dieses Etwas der Welt, mein Kind. Sie kommen zur rechten Zeit vorbei, denn wir schwimmen in Problemen.
Die Jüngeren können Ihnen mehr darüber erzählen. Die sind super, ja. Raquel könnte Hilfe bei einem Ungezieferproblem brauchen. Doc Argill muss sich um Verletzte kümmern und Loyal und Jack brauchen Hilfe bei Reparaturen. Sie könne auch Pete im Museum besuchen und sich die Geschichte unserer Leute anhören. Dort brauchen Sie nur zuzuhören. Kommen und gehen Sie nach Belieben, helfen Sie oder lassen Sie es sein. Aber zeigen Sie den Jüngeren, dass nicht jeder Außenseiter sterben muss. Guten Morgen. Guten Morgen. Müßiggang ist bei uns aller Schmerz. Die Anweisungen von Mutter Pearl sind eindeutig. Sie können sich frei in Nellis bewegen. Unsere Artillerieaufklärer werden nicht auf sie feuern. Das sind außergewöhnliche Privilegien. Ja. Missbrauchen Sie sie nicht. Doch. Insektenprobleme, kurz gesagt, ich hasse es. Vor ein paar Tagen ist der Strom ausgefallen, da Riesenameisen sich in den Generatorraum gegraben und dort ein Nest gebaut haben. Ich habe versucht, sie mit einem Trupp zu erledigen. Aber es waren so viele. Zwei von uns starben, drei wurden verwundet. Ich persönlich glaube nicht, dass Wilde mit sowas fertig werden. Aber wenn sie die Ameisen töten und den Strom wieder einschalten möchten, gerne. Mach ich. Machen Sie mir keine Hoffnung. Noch was. Ich glaube, dass die Ameisen Schießpulver aus der Munition da unten fressen oder so. Bei einem Treffer mit einem Flammenwerfer oder Laserpistolen explodieren die Viecher. Kugeln sind okay, solange es keine Artilleriegranaten sind. Gut, weiß ich das. Loyal arbeitet an einer Waffe gegen sie. Vielleicht sollten Sie mal mit ihm reden. Guten Morgen. Warte. Nein. Guten Morgen. Nee, wo ist denn? Das sind alles nur Rumser. Wo ist denn? Ach. Nee, ich will das andere, das da. Oh mein Gott. Sieht eigentlich geil aus. Sie sollten mir aus dem Weg gehen, bevor Sie sich noch wehtun. Ich hoffe, Pearl weiß, was sie tut, wenn sie in Nellis herumspazieren lässt. Hey, das ist doch... Ist der alt geworden? Das ist der Sänger von System of a Down. Ich bin dabei, einen Schallemitter zu bauen, der funktionieren könnte. Aber er ist nutzlos, wenn wir die exakte Frequenz nicht kennen, die sie tötet. Wenn Sie es riskieren wollen, sind Sie herzlich willkommen. Ich habe es so eingestellt, dass es ein starkes Signal von 24.000 Hertz sendet. Legen Sie es einfach in die Nähe des Nests und drücken Sie die Daumen. Das Signal ist zu hoch, als dass Menschen es hören können. Möglicherweise spüren sie aber ein komisches Gefühl im Bauch. Gut. Das versuchen wir. Ich habe mich das Gefühl, als wäre das genau das Richtige. Das ist das Energieding. Und kurz, wir speichern jetzt schon mal.
einfach da vorne, oder? Ja. Wow. Also ich werde heute nicht alt, ne? Dieses Jucken macht mich wahnsinnig. Aber ich fand Revengers Liste 100, fand ich einen vollen Erfolg. Ich habe versprochen, ich mache mir Gedanken. Und künstliche Intelligenz ist das, was hilft. So. Das ist ja sehr hilfreich. Na, nehmen wir nicht, aber trotzdem. Die bringt einiges gut, okay. Was ist mit dem? Wer ist da? Sturmkarabiner. Ja, holy. Warte mal, Sturmkarabiner. Ich guck ganz kurz mal. Was braucht der? 5 mm? Haben wir nicht viel von, ne? Der macht auch kaum Schaden. Vielleicht auch, weil er so kaputt ist. Aber dann verkaufen wir den halt, ne? Oh mein Gott. Können wir irgendwie die Karte? Ne, natürlich keine. Karte, oder? Aber die Quest gefällt mir ganz gut. Das ist er nicht, ne? Ja, wie denn? Hallo? Fuck. Nee. Hab ich's geschafft? Das war alles? Echt? Ja, gut, komm. Muss ich noch den Strom anschalten, ne? Wisst ihr mal, das war einfach. Jetzt müssen wir wieder hoch, ne? Dürften ja keine Ameisen mehr da sein. Da lang. Juhu. Jo, hat also geklappt. 2 Stück habe ich erschossen. Oh, wie schön der Exit steht. Da finden wir aber nichts. Aber ich meine, ich habe ja schon was gefunden. So.
Habe ich alle durchsucht? Gut, geh mal raus. Sollte reichen. Alle tot. Will das ja nicht gerne, ne? Ah, ne, hier müsste ich doch mal gucken. Den haben wir durchsucht. Und hier ist das andere Ding, steht auch Exit. Okay, gut, das ist das gleiche. Lala. Achso, warte mal, ich muss ja nicht. Ich muss ja überhaupt nicht. Ja genau, ich suche Exit 8. Ach komm jetzt. Ist nicht dein Ernst. Was ist denn jetzt genau die Aufgabe? Nee, echt jetzt? Alles klar. Ich bin so doof. Und da ist natürlich kein Schnellreisepunkt. Boah, das Gejucke, das geht mir echt. Ich weiß nicht. Apropos überbackenes Käsebrötchen. Da meine Frau die Mikrowelle mitnimmt, habe ich mir eine neue bestellt im Sonderangebot. Und die hat eine Grillfunktion. Ja, ich kann also jetzt auch sowas Leckeres mit Kruste machen in der Mikrowelle. Bin ich sehr froh drüber. Wollte ich immer mal haben. So, wo ist der Hauptbreaker? Ist er das? Nö. Dann muss ich doch wieder da rein. So. Aha. Hätte einfach auf den Quest-Fall gucken sollen. Das ist er wohl. Mhm. Danke. Ja. Das war doof. Das bringt ja gar nichts. Oh Mann. Liebe YouTube-Zuschauer, ich möchte diesen einmaligen Zustand ganz kurz mal erwähnen. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich bin ja live. Ne? Revenger und Zyklonia sind da. Und ja. Sie sind sich in Essenssachen heute einmal einig. Es gibt ein Gericht, das sowohl Zyklonia als auch Revenger als akzeptabel empfinden. Was aber auch wohl daran liegt, dass es dieses Gericht nicht in Kombination mit... Hä? Wo willst du mich denn hinbringen? Was, wo ist denn der Eingang? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo bin ich gegangen? Da hoch. Hier? Ah, da. Ich sehe, dass es wieder Strom gibt. Sind alle Ameisen tot? Jo.
Also wie gesagt, dieses Vielleicht Gericht. Vielleicht hat Pearl recht, was sie betrifft. Ich habe keine Ahnung, wie sie das angestellt haben. Ich werde...